Im Alter von 12 Jahren begeistert ihn die Kunst. In der Schulbank des Lyzeums Lazar kritzelt er seine Hefte mit Zeichnungen voll, bis er von Josef Isar, dem unübertroffenen Meister im Malen und Zeichnen, unterrichtet wird. Isar fördert das junge Talent. Seinem Lehrer verdankt er die ersten Ausstellungen. Er gründet im Jahr 1912 mit seinem Freund aus dem Kindheitsviertel, Jon Wiener, eine eigene Zeitschrift, Symbol genannt, an der sich bald der noch jüngere Tristan Zara beteiligt. Jon Wiener und Tristan Zara werden Eingang in die Literaturgeschichte finden. Der Dritte wählt einen anderen Weg. Links Tristan Zara, rechts Jon Wiener mit seinem Hündchen im Arm. Aber die Blicke zieht Marcel Janku auf sich. Da ist der helle Anzug, der Hut, der ihm keck auf dem Kopf sitzt, der eine Arm um die Schulter des kleinen Bruders von Wiener gelegt, der andere herausfordernd in die Hüfte gestemmt. Selbstbewusst wirken sie alle. Doch den heitersten Eindruck macht Marcel Janku. Den freiesten, den frechsten. Als wolle er sagen, die Zukunft wird uns noch kennenlernen. (1895) geboren, wächst Marcel Janku nicht weit entfernt in der Strada Gündelui 22 auf. Heute Giulio Vallauri. Reste des alten Kindheitsviertels sind noch vorhanden. Bescheidene, manchmal leicht schäbige Häuser, deren Besitzer Händler und Kaufleute waren. Rachel Janku ist eine musikalische Frau, die ein weites Repertoire an Klavierliteratur beherrscht. Und die Musik zieht den Jungen an. 1915, im Ersten Weltkrieg, finden wir ihn in Zürich, zusammen mit seinem Bruder Giulio, der ein Jahr jünger ist als er. Janku will Kunst studieren. Die Eltern verlangen etwas Handfestes. Der Kompromiss lautet Architektur. Durch den Krieg sind die beiden Studenten in Zürich vom heimischen Unterhalt abgeschnitten und gezwungen, sich allein durchzuschlagen. Mit Bruder Giulio, der gut Klavier spielt, tritt Janku in den Kabaretts der Zürcher Altstadt als Sänger auf. Harcha Parcha. Zumbai, 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 zumbai. So gerät er an Hugo Ball und das Kabarett Voltaire in der Spiegelgasse. Kommt, wir haben die Welt entdeckt, fordert er seine Freunde Zara, Arp und Hülsenbeck auf, etwas absolut Neues zu machen. Dieses absolut Neue wird später als Dadaismus in die Geschichte eingehen. Abende voller Gesang und Klaviermusik. Russische Volkstänze, Tänze aus Java, Theaterstücke, Masken und Malerei von Janku an den Wänden. Man rezitiert simultane Gedichte und das in verschiedenen Sprachen. Das Rumänische eignet sich besonders für die lautmalerischen Experimente. Harcha, parcha, matrapas lakri, zumbai, zumbai, zumbai die. Thank you.
Doch woher stammt der Name Dada? Fand Zara das sinnlose Wort im Larus? Oder waren es die Rumänen unter den Künstlern, die mit ihren ständigen Rufen da, da, die anderen auf die Idee brachten? Oder stand jene Reklame dem Namen Pate, mit der die Zürcher Firma Bergmann & Co. ihr haarstärkendes Kopfwasser Dada bewarb? An seinem Lebensende erinnert sich Yang Ku. Es waren glänzende Abende. Das Publikum war beglückt. Und einige Leute kamen zu uns auf die Bühne, sangen und tanzten sogar. Aber keiner verstand, was wir wollten. Wir haben gelernt, dass wir, um etwas absolut Neues zu machen, das Alte zerstören müssen. Soweit das Alte sich nicht bereits selber zerstört hatte. Durch einen entsetzlichen Weltkrieg der drei Monarchien, die mit ihm zugrunde gingen. Deutsches Kaiserreich, Österreich, Ungarn und das Imperium des russischen Zaren. Auch Wladimir Iljitsch Lenin, der als Immigrant in der Spiegelgasse wohnt, ist häufiger Gast im Kabarett Voltaire. Er hat gekämpft mit uns, erinnert sich Yang Ku. Er war nicht für die abstrakte Kunst. Sicher, denn Lenins Zerstörungslust dient einem anderen Zweck, seinem Willen zur Macht. Nach Kriegsende kommt es zur Trennung. Dada zerfällt. Die Ideen Marcel Yang Kus und Tristan Tzaras sind unvereinbar. Yang Ku will Innovation. Der Skandal als Selbstzweck ist ihm zuwider. In dieser Zeit arbeitet er in den vom Krieg zerstörten Gebieten Frankreichs. Ob er auch deshalb konstruktiver denkt? Enttäuscht von Paris kehrt er in die Heimat zurück. 7 Jahre zuvor hatte er ein vor Kriegsangst gelähmtes Land hinterlassen. Nun erreicht er Großrumänien, das voller Zuversicht in die Zukunft blickt. Sofort macht er sich an die Arbeit. Bukarest wächst. Von 380.000 Einwohnern zu Kriegsende 1918 auf 870.000 im Jahr 1939. Und es weitet sich aus in dieser Zeit. Von 5.600 auf 7.800 Hektar. Man braucht dringend Wohnungen. Und mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 werden Immobiliengeschäfte immer lukrativer. Mit diesem Haus in der Maximilian-Popper-Straße also beginnt Yang Ku seine Architekturkarriere. Hier wohnt er bis 1931. Im obersten Geschoss befindet sich das Maleratelier. 1929. In gerade mal 52 Tagen wird das von Yang Ku entworfene Freibad Strandul Kiselev fertiggestellt. In einer für heutige Bukarester Verhältnisse unvorstellbaren Schnelligkeit. Die architektonische Gestaltung besticht durch eine Einfachheit, deren Bezüge zum Art Deco unübersehbar sind. Es ist das erste Ensemble moderner Architektur überhaupt. Und wird in kommunistischer Zeit durch eine Reihe von Eingriffen entstellt. Das Freibad bleibt eine Ausnahme. Öffentliche Bauaufträge an Land zu ziehen, gelingt Yang Ku nur selten. Der Geschmack der Auftraggeber ist in der Regel zu konservativ. Von 1931 folgt die Villa Juster. Auch hier ist die Garage kein Nebengebäude, sondern ins Erdgeschoss integriert, in dem sich auch die Serviceräume befinden. Erst im zweiten Stockwerk liegen das großzügige Wohnzimmer und der durch Glasschiebewände getrennte Essbereich. Denn das moderne Wohnhaus geht vom Innenraum aus. Richtet sich gegen Verzierung und Glanz. Das Äußere spiegelt die inneren Funktionen. Seine Schönheit ist singende Geometrie.
Das Baracheum befindet sich in Jankus Kindheitsviertel, das er schon vorher mit seiner Architektur geprägt hat. Wenige Schritte entfernt, in der Straße Olten Nummer 12, hat er 3 Jahre zuvor das Haimovic-Vatadescu-Wohnhaus errichtet. Dessen Fassade beschreibt nahezu eine Halbkreisform. Neben modernen Elementen, Bullaugen, Fenster, Bändern, weist es auch traditionelle Bestandteile wie die Pergola in der großen Terrasse auf. 1933 entstehen neue Wohngebäude in der Strada Palaiologo. 2 Treppenhäuser um einen kleinen Lichthof führen in die Wohnung. Das Mobiliar ist großteils in die Wände integriert. Die Wandflächen sind mit Fresken bedeckt. Alles von Janko entworfen und leider kaum noch erhalten. Im Erdgeschoss richtet er sein Atelier ein. Mit der Familie bezieht er den ersten Stock. Hier wird er wohnen bleiben. Bis zu seiner Flucht 1941. Auch das benachbarte Haus stammt von ihm. Es hat einen anderen Charakter. Er will Gleichförmigkeit bei der Straßenbebauung vermeiden. Abgerundete Ecken, Balkone und Erker. 8 Wohnungen mit jeweils 2 Eingängen. Für Janko ist die moderne Architektur Ausdruck der Demokratie, des Nützlichen und des Sozialen. Sie soll sich nach den Lebens- und Wohnbedürfnissen der Menschen richten. Hier in der Strada Caimate Nummer 20, in der Janko das erste Haus auf den Namen seiner Frau Clara errichtet, befindet sich im obersten Geschoss das Architektenbüro der beiden Brüder. Büro für moderne Studien. Auch wenn man damals ganz anders arbeitete als im Architektenbüro heute üblich, wenn man das Zeichenbrett benutzte, Reißschiene, Zirkel und Winkel, mit Druckbleistiften auf Pauspapier zeichnete und nicht das Haus am Computer entwarf wie heute, wenn man Gebäudemodelle in Gips, Karton oder Holz anfertigen musste und nicht das Haus dreidimensional simulieren konnte am Computer wie heute, sind doch all diese technischen Neuerungen kein Ausweis für Modernität. Modern oder konventionell entscheidet sich ganz zu Beginn mit der Skizze. Bis zu seiner Flucht verwirklicht Marcel Janku zusammen mit Bruder Julio insgesamt an die 40 Gebäude, wobei sich die Brüder die Arbeit teilen. Für das Kreative ist Marcel, für das Praktische Julio verantwortlich. Die kubische weiße Schachtel skandalisiert die Öffentlichkeit. Das Bullauge kommt hier gleich dreifach vor, wie bei den Erste-Klasse-Kabinen eines Ozeandampfers. Und die Garage scheint eine Zweigniederlassung des Zentralkrematoriums zu sein, ironisiert Janku die Reaktionen später. Zu den besagten 40 Gebäuden gehört auch das Haus Saligold. Ein 5-eckiger Bau mit ungleichen Seitenlängen. Aus dem Wohnzimmer im 2. Stock gelangt man über eine Galerie auf die Terrasse im 3. Das ist so ungewöhnlich wie die Fassade. Teils wirkt sie kubistisch durch Balkone und Erker, teils durch andere Erker, klein, dreieckig vorspringend, wiederum expressionistisch. Doch lange Fensterbänder balancieren das Verschiedene aus. Janku polemisiert gegen den Eklektizismus der Stile. Das Dekorative, das Sentimentale. Gegen die Vorstellung, Kunst sei Luxus. Sein Land soll nicht im Provinzialismus versinken und sich mit der Avantgarde vertraut machen. Contemporano führt die internationale Avantgarde zusammen. In der Zeitschrift kommen deren ausländische Vertreter zu Wort. Janku importiert diese neuen Ideen nicht. Er war ja in Zürich an ihrer Entwicklung beteiligt. Wir selbst waren es, verkündet er selbstbewusst, die in Europa die Fahne hieften.
Das unterscheidet ihn von den jüngeren konstruktivistischen Architekten wie Horia Kranga oder Giorgio Mattei, Cantacuzino. Doch dem Früheren wird es nicht leicht gemacht. Rumänien ist noch nicht vorbereitet. Unermüdlich ist Janko im Einsatz. Er nutzt seine Beziehungen in halb Europa und organisiert die erste avantgardistische Kunstausstellung in Bukarest. Janko, der Kurator und Theoretiker. Aber er bleibt auch als bildender Künstler aktiv. Doch dauert es, bis seine vom Kubismus beeinflusste Malerei die erhoffte Anerkennung findet und man sein Spiel aus Farben und Formen lobt. Er habe der rumänischen Malerei einzigartige Blau- und Brauntöne geschenkt. Eine Reise ans Mittelmeer schlägt sich in seinen Arbeiten nieder. Nun nennt man ihn einen Dionysos der Farben, den Entdecker der Algebra des Malerischen. If you read the news, turn on the radio, the world might get you down. If you listen to what people say, you'll just want to get out of town. But maybe there's an answer, just ask around. You gotta keep your head up, never give up, 'cause tomorrow's a better day. You gotta change your attitude, live in gratitude, it's the only way. Now listen to... Doch nun sympathisieren ehemalige Weggefährten, wie der Poet Jon Barbu, mit der antisemitischen Eisernen Garde. Jankus Tochter Josine wird von der katholischen Schule verwiesen, weil ihr Vater Jude ist. Und auf dem Höhepunkt seiner Karriere holen Janko die Rassegesetze ein. Als Architekt zu arbeiten ist ihm verboten. Auch in Zeitungen darf er nicht mehr publizieren. Von seiner Reise in den Nahen Osten 1939 kehrt Janko zurück, anders als sein Bruder Juliu. Von Bukarest kann er sich noch nicht trennen. Trotzdem bereitet er sich darauf vor, zu emigrieren. In der Zwischenzeit ist er an der Renovierung des jüdischen Theaters beteiligt. Nur hier ist es jüdischen Schauspielern und Regisseuren erlaubt, ihren Beruf auszuüben. In der Strada Paleologu 5
packt die Familie derweilen die Koffer. Im Dezember 40 beantragt Janku bei der Behörde, 500 Zeichnungen und 26 Gemälde ausführen zu dürfen. Seiner Bitte wird stattgegeben. Aber noch schreckt er davor zurück, ins Exil zu gehen. Er hilft jüdischen Flüchtlingen aus von den Nazis besetzten Gebieten. Angebote zur Auswanderung lehnt er ab. Bis zum Pogrom der faschistischen Eisernen Garde im Januar 41. Ermordet wird bei dem Massaker auch der Bruder des Schwagers Jacques Costin. Von Legionären aus seinem Haus entführt, findet man Michus verstümmelte Leiche am Fleischerhaken im Schlachthaus wieder. Nun wartet Janko nicht länger und tritt mit seiner Familie, Frau und zwei Töchtern die mühsame und gefährliche Reise an. Über Türkei und Syrien ins rettende Tel Aviv. Israel, seiner neuen Heimat, wo er Ein Hod, das Künstlerdorf, gründet, wirkt Marcel Janku weiter als Maler und Zeichner. Aber eigentlich nicht mehr als Architekt. Als ob seine Geburtsstadt für diese Aufgabe unverzichtbar sei, Bukarest, das ihm so viel verdankt. Wenn Bukarest heute etwas anderes ist als ein großes orientalisches Dorf, wenn der Urbanismus auch hier zur Realität wurde, ist das nicht zuletzt ein Verdienst Marcel Jankus, der zwischen von der Lepra des Ornaments zerfressenen Fassaden die ersten kubistischen Bauten errichtete, lobte man ihn in den 30er Jahren.